Seid ihr bereit, um die Palette auszuprobieren? Ich bin es auf jeden Fall. Habe ich jetzt gerade euch angespuckt? Ich bin mir nicht so sicher. Es handelt sich ja um die Alice Marie. Alicia. Alicia Marie. Ellie. Willkommen in der Familie Palette. Und wunderschönes Design, wirklich. Es ist eine Palette, wenn noch eine Ziffer runtergegangen wäre. Dann wäre es meine. Ja, wunderschön. Nein, hat sie ganz, ganz toll gestaltet. Gefällt mir wirklich gut. Ich mag nur das Gummierte nicht. Und das habe ich von keinem mitgekriegt, dass das gummiert ist. Also wäre ich nicht davon ausgegangen, dass das gummiert ist. Aber ihr seht schon, das hinterlässt so Dätzer. Das ist nicht die beste Packaging. Wunderschön ist es, aber mir gefällt es halt nicht, weil es diese Krümel hinterlässt. Und wenn man dann es versucht sauber zu machen, verschmiert man eigentlich nur. Das ist so wie bei den Zoeva-Paletten. Auf jeden Fall. So, ich habe schon mein Gesicht so weit vorbereitet, bis auf Blush, weil ich jetzt einfach gucken will, inwiefern ich wohin möchte. Ich möchte auf jeden Fall heute etwas außergewöhnlich gehen, glaube ich. Und morgen früh würde ich gerne ein Video dazu machen. Morgen früh würde ich gerne einen neutralen Look für die Arbeit schminken. Deswegen jetzt so. So sieht die Palette aus. Wenn man sie aufklappt, hat man oben die Duochromes, was super praktisch ist. Also scheißegal, in welcher Reihenfolge. Aber sie sind auch noch angeordnet, was mir wichtig ist. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Paletten ich nicht gekauft habe, weil es durcheinander war. Hier hat man von hell auf dunkel oder jedenfalls in eine Farbfamilie. Wisst ihr, was ich meine? Hier hat man wenigstens einen Plan. Und mein Schmetterling passt ja perfekt zu dem Farbschema. Auf jeden Fall, wir fangen an. Ich möchte ja heute ein bisschen so auf die Kacke hauen. Das heißt, ich würde etwas dunkler gehen, etwas größer. Ich habe mein Lid extra nicht gesettet, weil ich es nicht... Ich glaube, ich brauche es im Moment nicht. Ich fange mal an und zwar... alles provisorisch heute. Ich wollte unbedingt schnell die Palette testen. Ich fange an hier mit Soft Spot. Und trage ihn mir mal in der Lidfalte auf. Ich musste eigentlich kochen. Ellie, deine Palette. Also der Matte lässt sich super verblenden. Jedenfalls, wenn es nicht an meinem Alter liegt, dann lässt er sich super. Und ich habe ja meine Basis nicht gesettet. Das mache ich aus bestimmten Gründen nicht. Ich mag es nicht, noch ein Puderprodukt aufzutragen, weil man eh schon so oft geschichtet hat. Und das sieht einfach irgendwann nicht mehr so schön aus. Ich benutze übrigens Morphe M441. Ziemlich borstig. Kickback auf jeden Fall vorhanden. Stört mich nicht, aber saut die Palette unnötig ein. Aber es stört mich wirklich nicht. Das hat es sich gerade so angehört. Ist mir eigentlich wurscht, ob eine Palette Kickback hat. Jedenfalls in so einem Maß, ne? Gibt ja welche. Da. Man verliert einfach unnötig Produkt, aber dafür kann man dann, wenn man Kickback hat, einfach nochmal in dieses gekickbackte rein und dann hat man die Pigmente eh schon auf dem Pinsel. Ich habe mir auch einen weißen Concealer bestellt. Das können wir heute mal vielleicht ausprobieren. Dann würde ich einen kleineren Blenderpinsel nehmen. Der ist auch von Morphe und ist die M506. Und dann würde ich in das, daneben in das... Das war jetzt so ein Alt-Rosé-Braunton, würde ich sagen. Und ich würde jetzt in diesen Alt-Rosé-Ton gehen. Oder so ein Love Stick heißt er. Ich würde eher sagen, der ist, rot, braun, violett, ich habe keine Ahnung, wie man diese, wie gesagt, das hat, es ist sehr gut pigmentiert dafür. Ich habe ihr Video am Samstag angeguckt, aber ganz ehrlich, ich habe so viel in meinem Schädel, was die Leute über irgendwelche Paletten sagen. Ich habe ein paar Looks gesehen, die Mädels haben echt geile Looks kreiert und auch die Jungs. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh ja, weil, dass man sagt, das ist jetzt wow, diese Palette muss jeder haben. Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil es seltenst eine gibt, die mit so vielen Duochromes in der Preiskategorie. Aber es ist jetzt nichts Neues auf dem Markt, sage ich mal. Aber
Diese Frau, die hat einfach eine Schminktechnik, also sie kann, sie hat einfach richtig krasse Dinger drauf. Das ist der Wahnsinn. Auch ihre Looks. Die ist cruelty-free und in Wutpertal, aber wurde auch in PRC hergestellt, also made in PRC, China. Ich fand es so wichtig, dass man das gesagt hat, wo die Palette herkam vom Tamtam Beauty. Ich habe gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich habe sie seit einem Jahr da. Nicht ganz ein Jahr. Ich habe sie nicht dann bekommen, wo sie gleich frisch rausgekommen ist. Ich habe sie ja im Kleiderkreisel damals gekauft. Aber ich fand es wichtig. Ich blende noch ein bisschen hier aus. Ich nehme diesen Leaf. Warte mal. Ne, Afterlife. Ich kann nicht mal die Namen. Der relativ hell, obwohl ich gedacht habe, der wäre beige. Aber der hält schön hier den Augenaufschlag auf. Ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Auge, aber das soll uns heute mal nicht stören. Bei 47 Augen-Make-ups braucht man sich da nicht wundern. Also ich könnte es sogar so schon lassen. Einen hellen Ton hier auf die Lider und gut ist, aber das reicht mir noch nicht. Ich gehe jetzt in den dunkelsten Ton und versuche noch mal so ein bisschen mehr Tiefe rauszuschlagen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind nicht ganz so schlimm. Ich denke, man erkennt es eigentlich ganz gut. Ich habe hier keine High Quality. Ich kann euch das im Moment nicht bieten. Aber wir können trotzdem testen. Also Bett Leier. Aber gehört habe ich dieses Leier schon. Und sie hat doch auch die Farben erklärt, aber wie gesagt. Fallout, ja. Ich habe aber auch nicht abgeklopft. Ich habe aber vorher mein Gesicht nochmal abgesettet. Ich habe vorher Bronze aufgetragen, deswegen kann es ein bisschen fleckig sein, weil ich ihn vorher eben nicht gesettet habe, mein Gesicht. Und dann ist das hier entstanden. Aber das soll uns ja jetzt nicht. Also die Farben spielen ganz toll miteinander. Ich habe oftmals matte Töne gehabt, die nicht so harmoniert haben. Vor allen Dingen, wenn sie gut pigmentiert waren. Ich erinnere euch einfach an die Palette von Make-up Revolution. Die hat nicht funktioniert. Sie riecht auch ein bisschen komisch, diese Palette. Ich bin so leicht erkältet. Ich bin auch empfindlich, was sowas angeht. Ich finde, das steigt schon in die Nase. Es ist jetzt nicht so, dass man es nur riecht. Aber wenn man halt die Palette hält, rieche ich das schon. Sonst wäre es mir ja eben gerade nicht aufgefallen. Aha. Ich habe hier so einen kleinen Lidstrich jetzt, weil mein Auge tränt. Aber da müssen wir uns einfach an dem schöneren Auge orientieren. Ich hoffe, das wird mein schöneres Auge. Fallout. Ich finde, es betont einfach grüne Augen, diese Farben. Ich finde diese Mauve-Töne wirklich wunderbar. Ich liebe Mauve. Es geht so in die kühlere Richtung und ich finde auch tatsächlich, dass es grünen Augen super gut steht. Das hat sie toll schon mal hingemacht. Also die Matten bin ich schon mal positiv überrascht. Ich würde jetzt tatsächlich mal eine Cut-Krise ziehen. Eine Cut-Crease, wenn ich denn mein. Ich habe mir, wie gesagt, den Concealer von BH mitbestellt in Weiß. A, damit ich Versandkosten spare und B, weil ich einfach einen weißen Concealer gebraucht habe für mein Leben. Denn soweit ist eigentlich schon das dunkelste Maximum erreicht, sage ich mal, weil es ja kein Schwarz gibt. Was nicht tragisch. Es ist nicht tragisch, auch wenn ich es jetzt erwähne, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Ich muss mal gucken. Der Pinsel von BH Cosmetics, seht ihr das? Das ist nicht ganz so fein geschnitten. Es hängen so Härchen raus. Das könnte meinen Look versauen. Ich versuche mein Bestes zu geben, wie immer. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn nicht, wir gucken, was wir daraus machen. Zu dem Concealer kann ich schon mal sagen, ich habe die normale Variante ziemlich, sie sind ziemlich fest, also
Man sieht das, denke ich, auch von der Konsistenz her. Da ist nichts flüssig. Aber genau aus diesem Grund habe ich den in Weiß genommen. Hätte ich das bloß vorher gewusst, wie der von der Konsistenz ist. Gott, ich bin am Schwitzen. Ein Schminkmarathon. Ich freue mich auch schon morgen auf den Look. Ich hoffe, mein Auge regeneriert sich bis morgen früh. Sonst wäre es echt für die Katz. Das sieht doch schon mal, auch wenn man es so lässt, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Und dieses Weiß ist auch relativ deckend. Man kann es natürlich für Schicht aufbauen. Dann ist das noch deckender, würde ich jetzt mal behaupten. Aber mir persönlich reicht das schon. Mir geht es nicht um die Cut Crease, mir geht es einfach um um die saubere Fläche. Damit wir einfach so viele Farben wie möglich ausprobieren können. Kann es sein, dass man im Oktober, im September noch anfängt zu schwitzen? Ja, kann sein. Kann auf jeden Fall sein. Bei mir schon. Meine Hormone. Nein, ich werde tatsächlich krank. Ich merke das. Also die Erkältung naht. Ja, wir haben jetzt da irgendwas kreiert und versuchen jetzt irgendwas anderes noch zu kreieren. Ich mache mir ein bisschen diesen Pinsel sauber. Und versuche so ein bisschen, dass das nicht ganz so abgehackt hier aussieht hinten. Immer so ein bisschen einzuarbeiten noch, den Concealer in die andere. Seht ihr diesen Verlauf? Das könnte man rein theoretisch auch so lassen oder abmattieren. Und dann to go. Also der Concealer ist wirklich gut. Man braucht eine mini, 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 mini Erbse. Und für Cut Creases kann ich den echt empfehlen. Ich weiß nicht, ob das creased oder nicht, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, der ist wirklich so nichts für die Augen unten drunter, weil er ziemlich pastös ist. Außer man ist 13 und braucht Concealer, dann ja. So, welche Farbe macht mich an? Mich macht auf jeden Fall dieses Lila absolut an. Ich muss sagen, ein bisschen erinnert mich an das an Natasha Denona mit ihren verschiedenen Formeln und keine Ahnung was. Ich würde sagen, wir gehen von hell auf dunkel und gucken, was passiert. Ich benutze den hellsten Ton hier. Das ist Pixie. So, und was passiert? Das wird sehr intensiv und sieht wunderschön aus. Da ich meine Basis nicht hätte, kommen die Lidschatten natürlich viel, viel schöner raus. Sorry, ich war gerade nicht im Bilde. Kommen sie viel, viel schöner raus. Ich sprühe sie auch erstmal nicht an. Wir können immer noch intensivieren. Ich möchte gucken, was sie alleine können. Und das finde ich schon schön. Also, ungelogen, das finde ich schon schön. Könnte meiner Meinung nach noch abgepudert werden oder mit diesem hellsten Ton hier. Und dann würde ich so tagsüber auch rumlaufen. Das ist für mich schon ein Alltagslook. Also haben wir schon einen Alltagslook und to go. Es macht wahnsinnig Spaß. Dann würde ich tatsächlich in dieses verdammt schöne Lila gehen. Sie sagte in ihrem Video, dass die Farben nicht so rauskommen. Und auch, da hat sie auch recht. Ich habe vorher mal meine Swatch-Videos, also mein Swatch-Video angeguckt. Es kommt tatsächlich nicht so wunderschön raus, wie es eigentlich ist. Also, ich hoffe, ihr seht das. Diesen Fleck, das ist eine Narbe. Das dürft ihr nicht so wahrnehmen, als es sieht unheimlich schön aus. Es sieht wirklich diese Farbe auf dem kompletten Lid, das macht mich schon richtig an. Und wisst ihr, diese Farbe erinnert mich ein bisschen an die Soul Blooming Palette von Nabla. Die hat auch sowas. Und die heißt Illusion. Und welche heißt Amethyst? Der hier. Und Nabla hat auch einen Ton, der heißt Amethyst, glaube ich. Und der ist so ähnlich. Also den wollte ich mir eigentlich einzeln holen. Und ja. Was ist da los? Erkältung naht. Jetzt würde ich tatsächlich trotzdem in dieser lila Familie natürlich bleiben. Ich zoome euch ein bisschen raus, dann könnt ihr es auch besser sehen. Tatsächlich in dieser Familie bleiben, weil ich es einfach schön finde. Oh, ich hoffe, ich bin nicht morgen sterbenskrank, sodass ich mich nicht schminken kann. Ja. Welcher gefällt euch denn? Mich spricht der hier, also
wenn man sie so schwenkt, sieht man ja schon. Der hier auf dem kompletten Lied mit dem verblendet, Halleluja, haltet euch fest, morgen wird das gemacht. Also morgen möchte ich diese Brauntöne ausprobieren mit diesem Grün. Das ist wirklich, wenn ich so in die Kamera gucke, dann macht mich der hier ganz, ganz an. Ich nehme den Alchemist und trage ihn mir. Ich habe ein bisschen Angst, weil der so gröbere Glitzerpartikel hat. Hier so auf. Leute, ich sterbe gleich. Ich finde das so, so schwierig, auf YouTube seine eigene Meinung zu vertreten, weil man auseinandergerissen wird in den Kommentaren, wenn man nicht sagt, boah, das ist so geil. Mir gefällt das Grau hier gerade nicht so. Ich habe das zu weit reingezogen, um ehrlich zu sein. Aber diese Glitzerpartikel, wartet mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich gehe nochmal mit den hellen Lila einfach mal da drüber. Und versuche das so ein bisschen. Und da kommt tatsächlich dieses Grüne, dieses Grau raus, meine ich. So, jetzt nur noch auf der anderen Seite auch so hinkriegen. Also ich hoffe, ihr erkennt das. Ich streiche so rüber und es fliegt. Es fliegen ein paar Glitzerpartikel runter. Aber nicht so wie bei manch anderen Paletten. Also ich baue das erstmal so auf. Es könnte sogar noch besser pigmentiert auf der Seite sein, weil da man ja auch mein Auge tränt. Und zieh das nur so leicht. Und dann. Was meint ihr, was die Dinger können, wenn sie angesprüht sind? Ich möchte jetzt nicht die Dinger ansprühen, weil ich finde, die Pigmentierung haut mich auch schon so um. Und das ist auch meine ehrliche Meinung. Und ich finde die Palette einfach genial. Ich finde es genial, dass ich wählen kann, ob ich heute tagsüber einfach schlicht sein möchte, matt, oder ob ich total auf die Kacke hauen will. Ich kann wählen und ihr könnt mindestens, also weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viele Looks möglich sind. Alleine, wenn man einen Ton, also den in die Crease und einen, ja, das sind schon 7 Looks. Da, und das mit jedem Lidschatten. Halleluja. Ich denke tatsächlich, schade wäre es, wenn diese Palette limitiert wäre, weil ich kann mir vorstellen, dass viele diese Lidschatten auch pennen. Also weil sie einfach schön pigmentiert ist und wirklich sich gut verblenden lässt. Und auch dieses, es sieht einfach gut aus, ja. Es sieht einfach gut aus, es steht einem und ich glaube, das wird auch ganz vielen stehen. Und wäre meine Tochter jetzt in der, weiß ich nicht, keine Ahnung, in welcher Klasse man sie schminkt, in der 18. Wäre sie 18, würde ich ihr die Palette auch kaufen. Okay, wenn der Lidschatten einmal sitzt, dann sitzt er. Aber das, Also ich weiß echt nicht, welche Farbe ich zuerst wählen sollte. Ich war jetzt gerade wirklich so im Zwiespalt. Ich wollte so viele wie möglich austesten. Ich würde unten am Wimpernkranz, ich mache mir jetzt mal eben mein Fallout weg. Ich würde euch raten, die Foundation danach zu machen. Oder gut abzuklopfen. Ich bin nicht der Typ, der abklopft. Das wisst ihr ja eigentlich. Ich hau immer die Kacke und dann sehe ich. Ich nehme das, was auf dem Pinsel noch ist und. Aber können wir bitte darüber reden, wie wunderschön das aussieht? Ich habe jetzt nicht großartig geblendet oder sowas, ja. Und man sieht natürlich diese Kante, aber ich habe sie ja auch kreiert, ne? Also, bitte. Ich finde das so, so. Ich finde das wirklich schön. Ich mache mir echt Gedanken. Also, nur weil man was nicht gut findet oder nur weil man was gut findet, egal wie viele Arschkriecher es im Leben gibt, es das heißt nicht, dass jeder so ist. Und ich bin auf jeden Fall keiner. Aber wenn ich eine Palette für gut finde,
dann ist es meine ehrliche Meinung. Dann finde ich die Palette gut und dann bringe ich das auch auf meinem Kanal. Wenn ich sie scheiße finde, dann finde ich sie scheiße. Dann werde ich das auch sagen. Dann möchte ich nicht sagen, boah, das ist so geil. Na, ich möchte nicht, derjenige, der sich das dann kauft, wegen mir, ich möchte mich nicht dafür verantworten, dass ich etwas empfohlen habe und so in den Himmel gelobt habe, dass jeder sich jetzt in den DM gestürzt hat, sich das gekauft hat und sagt, hä, was hat die denn für eine. Und jeder findet es kacke, bis auf ich. Und ich bin aber der festen Überzeugung, ha, das ist die Palette des Jahres. Nee. Oh, ich würde ein bisschen vorsichtig sein mit dem Knicken von dem Spiegel. Das klebt sich gerade irgendwie so ein bisschen ab. Ich meine, die wurden erst produziert, ne? Und ich klebe sie gleich auseinander. Ich möchte den hier nehmen, den haben wir nicht benutzt. Den möchte ich mir unten an den Wimpernkranz geben. Und zwar. Es ist schon interessant. Seht ihr? Blau und lila. Obwohl der Pinsel sauber war. Also das ist wirklich Duochrom. Den sprühe ich aber an, weil ich krieg das Pigment sonst nicht auf diese kleine. Oder? Ah doch. Also ich finde es tatsächlich noch schöner, wenn man das. Diesen lila, den ich da unten habe. Entschuldigt. Oh, unscharf. Den Lila, also den Spooky, hier in die Mitte gebe. Das sah jetzt gerade so, so schön aus, weil diese lila reflektierende Pigmente da waren. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das irgendwie gleich aussieht. Sieht schon gleich aus, aber hier verschwindet es gerade. Ah, Elli, du hast einen tollen Schatz rausgebracht. Du kannst ganz, ganz stolz sein auf deine Arbeit. Weil ich finde, ich kann damit arbeiten, es funktioniert auf Anhieb. Es gibt zwar Fallout, aber ich kann ja entweder baken oder was weiß ich was machen. Die Glitzerpartikel lassen sich nicht so gut entfernen. Ich versuche das jetzt nochmal mit einem Puder, aber ich bezweifle, dass es funktioniert. Jetzt habe ich noch eins. Also seht ihr, wie schön eigentlich dieser Look geworden ist. Man kann mit ein bisschen Glitzer noch arbeiten und sowas. Das möchte ich heute alles nicht. Ich möchte es so lassen, wie es ist. Ich versuche euch das irgendwie. Es ist so, so schwer, diesen Duochrom aufzufangen. Also ich kann mich dann wahrscheinlich mit Handstand und keine Ahnung was bücken. Also ich finde die Palette wundervoll. Ich gratuliere dir dazu, dass du dein eigenes Ding gemacht hast. Ist super kreativ. Also ich finde sie super kreativ und sie hat es einfach drauf. Sie hat es einfach drauf. Sie hat es einfach drauf. Und ich finde, ich habe nicht so viel Arbeit reingesteckt. Es sind zwar 26 Minuten, aber ich habe auch viel gesappelt. Es gibt Paletten, die funktionieren einfach, ne? Also, wenn ihr die Dinger mit dem Finger auftragt, also wir tragen jetzt mal den hier auf. Das ist den ich hier habe. Dann tragen wir den daneben auf diesen Spooky. Ich hoffe, ihr seht dann wie. Und dann tragen wir nochmal den Alchemist auf. Ich möchte einfach nur, dass ihr seht, was die Farben alles dann können. Wenn ich nicht begeistert wäre, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das schon so gut klappt, weil ich bitte euch, das waren noch die Swatches, die ich von meinem Auge jetzt entnommen habe. Ich bin nicht nochmal in die Palette rein, sondern ich versuche gerade die Arschtücher von Babylove aufzukriegen. Natürlich sind sie mit dem Finger viel stärker und wenn man sie anfeuchtet, sind sie noch extremer. Aber ich finde das hier schon wundervoll. Ich finde das hier schon wundervoll. Das hier lässt sich nicht so gut mal verblenden, was ich hier getan habe, aber das nennt sich selber Schuld. Ja, also ich würde mit der Palette wirklich erst arbeiten und dann die Foundation unten rum machen oder Baking Powder auftragen, denn diese ganzen einzelnen Glitzerpartikel, die lassen sich so schlecht von der Haut entfernen. Das ist wie von der Verpackung. Es lässt sich sehr, sehr schwer verblenden. Also, Natasha Denona hat auch so was ganz, ganz Komisches.
was sich nicht entfernen lässt, und das ist hier auch. Aber bei Natasha Denona ist das Plastik so komisch. So komisches Kunstleder. Und das ist auch so Kunstleder, aber das ist so satiniertes, komisches Zeug. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, sowas zu machen, weil man es einfach schwer abbekommt. Bisschen Wimperndusche. Normalerweise würde ich mir einen schönen Lidstrich ziehen, aber das macht bei meinen Augen jetzt wenig Sinn, denn ich schmink mich dann eh ab. Einer der geilsten Paletten wieder, die BH Cosmetics seit längerem rausgebracht hat. Die Festival zum Beispiel hat auch so eine gummierte Verpackung, wo da einfach der Dreck sich schön sammeln kann. Ja. Seid ihr auch so geflasht wie ich oder sagt ihr, nee, die brauche ich wirklich nicht? Also ich finde, wenn man nur natürliche, das ist ähnlich wie die Lunar Beauty. Die hat ja auch viele bunte, aber auch viele matte. Also viele, viele neutrale, wo man einfach sich entscheiden kann, heute mache ich das, morgen mache ich das. Übrigens, falls jemand Interesse hat an so einer Mascara, Halleluja, die macht wirklich nochmal so einen falschen Wimpern-Effekt, ne? Und ich benutze kein Wimpernserum und keine Wimpernzange. Ich finde, der Look ist so, so schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall voll Spaß gemacht, diese Palette auseinanderzureißen. Yay! Ich liebe es. Morgen gibt es einen natürlichen Look. Auf jeden Fall, jetzt kommt der hier.